Hey, willkommen zurück hier am Donnerstag. Schön, dass du wieder dabei bist. Bevor wir jetzt gleich ins Video durchstarten, trag dich gerne für mein Online-Coaching ein. Wenn dir die Inhalte hier auf dem YouTube-Channel gefallen, dann wirst du im Online-Coaching noch weitere Inhalte bekommen. Meine exklusiven Tipps, ich verrate dir dort exklusive Geheimnisse und du kriegst außerdem viele Gratis-Geschenke, die du halt hier nicht auf YouTube oder im Podcast bekommst. Du kannst dich jetzt auf dem Infopunkt eintragen oder im ersten Link in der Beschreibung. Und jetzt geht's los mit dem Video. Heute soll es darum gehen, dass ich dich vor ein paar Flirt-Tipps warnen möchte, die grundsätzlich sehr gefährlich sind oder die einfach mal einen besseren Überblick darüber schaffen möchte, was wirklich wichtig ist im Umgang mit Frauen, was das Thema Erfolg mit Frauen angeht. Denn es gibt ja viele Coaches da draußen, viele Trainer, die dir ganz viele verschiedene Sachen sagen und es gibt gute Sachen, es gibt gute Inhalte und es gibt weniger gute bis absolut unbrauchbare Inhalte und sogar Inhalte, die deinen Erfolg mit Frauen, die deinen Erfolg als Person schwächen können. Zu Inhalten, die dich als Person schwächen können, gehört alles, was dir folgende Botschaft mitgeben möchte, nämlich du als Person, du musst deine Persönlichkeit verändern, um bei Frauen gut anzukommen. Dieser Tipp, du musst deine Persönlichkeit verändern, um bei Frauen gut anzukommen, ist der schlechteste Tipp, den man dir geben kann und der wird absolut nicht funktionieren. Das ist ungefähr so, als wenn du mit der Frau in einer Beziehung bist und du veränderst dich für die Frau. Das kennst du vielleicht und du kennst vielleicht die drastischen Auswirkungen solch eines Verhaltens. Wenn du dich für die Frau veränderst in einer Beziehung, nicht aus eigenem Antrieb, sondern für die Frau, um es ihr recht zu machen, damit du sie nicht verlierst, dann wirst du sie verlieren. Wahrscheinlich kennst du das. Und genauso ist es, wenn du an diese ganze Thematik Frau rangehst mit der Prämisse, ich ändere meine Persönlichkeit, um den Frauen besser zu gefallen. Das ist der vollkommene Blödsinn. Deine Persönlichkeit ist deine Persönlichkeit, wenn du es magst, Gemälde zu malen, wenn du introvertiert bist, was auch immer es ist, dann ist es deine Persönlichkeit und das ist vollkommen in Ordnung. Das Einzige, was das bedeutet, ist, dass du natürlich eine andere Art von Frauen anziehen wirst. Wenn du ein introvertierter Typ bist, dann ziehst du wahrscheinlich nicht die super extrovertierte Frau an. Wenn du ein Künstler bist, dann ziehst du wahrscheinlich eine Künstlerin an, also Leute, die einfach ähnlich denken wie du. Das heißt, wenn du als Punker unterwegs bist und das ist Teil deiner Persönlichkeit, dann ist es eben so, dann bist du halt als Punker unterwegs, aber dann erwarte nicht, dass du Frauen in High Heels automatisch anziehst, weil ihr einfach zu einer ganz anderen Gruppe von Mensch und Persönlichkeitsmensch in diesem Moment gehört. Also ihr denkt wahrscheinlich komplett verschieden. Es kann sein, dass Anziehung entsteht bei so etwas, absolut möglich, aber gerade für lange Beziehungen läuft sowas meistens nicht, denn da sind Gemeinsamkeiten sehr wichtig. Aber deine Persönlichkeit ist deine Persönlichkeit und ja, die kannst du auch gerne so beibehalten. Darüber hinaus gibt es andere Dinge, die wichtig sind. Dinge, die du tatsächlich ändern solltest, um Erfolg mit Frauen zu haben, wenn sie nicht auf diesem Level sind. Und es geht nicht darum, sie zu verändern, um der Frau zu gefallen, sondern es geht darum, sie zu verändern, damit du ein Erwachsener, ein reifer Mann werden kannst, ein reifer Mensch, eine reife Persönlichkeit. Und das ist natürlich das, worauf Frauen stehen. Frauen wollen halt einen reifen Mann, keinen kleinen Jungen. Das ist ja vollkommen klar. Ich möchte nicht deine Mama sein. Und dazu gehören verschiedene Sachen auf der Charakterebene, also auf einer höheren, übergeordneten Ebene. Du kannst von der Persönlichkeit her alles sein, was du möchtest. Du kannst alles tun, was du möchtest, solange die Sachen auf der Persönlichkeitsebene mit den Sachen auf der Charakterebene übereinstimmen. Was meine ich mit Charakterebene? Mit Charakterebene meine ich Dinge wie, dass du generell eine positive Absicht gegenüber Menschen hast. Das heißt, wenn das nicht der Fall ist, dann nutzt du zum Beispiel Frauen nur zum Sex oder du belügst sie, um mit ihnen schlafen zu können und sie dann später irgendwie wegzuschmeißen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die wird auf Dauer dafür sorgen, dass du dich scheiße fühlst als Mensch und dass du keinen langfristigen Erfolg mit Frauen bekommst. So, genauso ist es mit Authentizität. Authentisch sein, ehrlich sein, Integrität. Das heißt, wenn dir etwas nicht gefällt, dann sagst du es. Du stehst zu deinen Meinungen. Das sind ganz wichtige Sachen auf der Charakterebene. Wenn dir das auf der Charakterebene fehlt, dann wirst du keinen Erfolg mit Frauen haben, aber dann hast du auch keinen Erfolg mit dir selbst, dann fühlst du dich mit dir selbst auch schlecht. Eine weitere Sache, die ich schon mal in einem Video erwähnt habe, ist klare Kommunikation. Wenn du nicht in der Lage bist, klar zu kommunizieren, dann solltest du das ändern. Nicht unbedingt, weil das der Frau gefällt. Es gefällt auch der Frau, klar. Aber auch, weil es nötig ist, damit du ein tolles Leben führen kannst. Wenn du nicht klar kommunizieren kannst, dann wirst du ganz viele Probleme im Leben bekommen. Mit anderen Menschen, mit dem Leben allgemein. Klare Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Und klare Kommunikation bedeutet einfach, der Frau zum Beispiel sagen zu können, du gefällst mir, ich will dich jetzt. Das ist das Problem. Hör auf mit der Scheiße und verschiedene andere Sachen. Dass du einfach klare
klare Kommunikation mit den Menschen betreiben kannst und auch eine gewisse Aggressionsbereitschaft hast. Dass du also auch sagst, hey, wenn Leute an meine Grenze gehen oder wenn Leute immer wieder an meine Grenze anklopfen und nicht aufhören damit, dann bin ich auch bereit, eine gewisse Aggression an den Tag zu legen, um meine Grenze auch zu verteidigen, den Leuten halt zu sagen, dass es so nicht geht. Das sind Sachen auf der Charakterebene, die vorhanden sein müssen, um langfristig Erfolg bei Frauen zu haben, an denen du arbeiten solltest, ja, die du immer wieder verbessern solltest. Und das war jetzt nur ein ganz grober Überblick über dieses Charakterebenen-Ding. Ich werde dazu nochmal ein gesondertes Produkt erstellen irgendwann, wo das Ganze nochmal wirklich intensiv behandelt wird. Also einfach eine Sache, die dir dabei helfen wird, auf deinem Weg zu einer gefestigten Persönlichkeit, zu einem gefestigten Mann. Aber wie gesagt, du musst dich auf Persönlichkeitsebene nicht unbedingt verändern. Ich meine, absolut, es gibt Dinge, die sind erstmal an sich anziehender als andere Dinge. Wenn du zum Beispiel ein Mann bist, der gerne tanzt und du kannst tanzen und zum Beispiel kochen, dann sind das Dinge, die in der Allgemeinheit anziehender sind für Frauen, als wenn du ein Mann bist, der mit Spielzeugautos sammelt und dessen Leidenschaft es ist, Spielzeugautos zu sammeln. Okay? Das ist halt anziehender als das andere. Schon mal logisch. Heißt aber nicht, dass du jetzt aufhören musst, Spielzeugautos zu sammeln und unbedingt tanzen lernen musst, auch wenn du keine Lust drauf hast, sondern das heißt einfach nur, dass du eine andere Art von Frauen anziehen wirst und dass du vielleicht nicht auf so viele Frauen anziehen wirkst wie ein Mann, der tanzen und kochen kann. Das ist die einzige Konsequenz. Das heißt aber nicht, dass du nicht langfristig Erfolg mit Frauen haben kannst. Es ist nur Voraussetzung, dass du diese Sache auf charakterlicher Ebene hast. Ja? Hier ist die Charakterebene, da ist die Persönlichkeitsebene. Auf der Persönlichkeitsebene kannst du gerne sein, wie du möchtest, solange das mit den Sachen von der Charakterebene übereinstimmt. Wenn es zum Beispiel dein Hobby ist, andere Leute zu töten, dann passt es, das ist deine Persönlichkeitsebene, aber es passt halt nicht mit den Charakterebene, weil es ginge auf der Charakterebene ja unter anderem darum, dass du eine positive Absicht anderen Menschen gegenüber hast und jemanden zu töten, ist ja keine positive Absicht. Das heißt, du würdest keinen Erfolg bei Frauen haben langfristig, wenn du ein Mörder wärst, denn dann wäre da keine positive Absicht. Ja, wenn die Frau spürt, du hast generell eine positive Absicht mit ihr, mit den Menschen in deinem Umfeld, dann ist das etwas, was enorm anziehend für die Frau wirkt, was dich als reifen Mann dastehen lässt. Und wie gesagt, diese ganzen anderen Sachen auf Charakterebene, zum Beispiel klare Kommunikation, zum Beispiel authentisch sein. Wenn eine Frau mit dir quatscht und sie merkt, du spielst die ganze Zeit nur irgendeinen Charakter, du bist wie so ein Schauspieler, du trägst eine Maske, dann ist das für die Frau erstens nicht attraktiv, weil sie merkt, hey, dieser Typ ist anscheinend vom Charakter her echt scheiße, deswegen muss er irgendwas anderes vorspielen. Und zweitens kann sie dir natürlich nicht vertrauen, weil wie willst du jemandem vertrauen, von dem du weißt, dass er gar nicht er selbst ist? Du kannst ja niemandem vertrauen, der generell eine Maske trägt, wenn du gar nicht richtig weißt, wer die richtige Person darunter ist. Dann kannst du ja logischerweise nicht vertrauen, denn vielleicht ist es ja ein Massenmörder und er verbirgt es nur. Und deswegen kannst du ihm natürlich an der Stelle nicht vertrauen. Deswegen, wenn du auf Flirt-Tipps triffst, die dir sagen wollen, du müsstest deine Persönlichkeit für Frauen verändern, dann ist das immer Quatsch. Das funktioniert in Beziehungen nicht, das funktioniert außerhalb von Beziehungen nicht, das funktioniert an keiner Stelle des Dating-Prozesses. Es geht immer um diese Charakterebene, darum, dass du deinen Charakter als Mann weiterentwickelst, dass du ein reifer Mann wirst, aber nicht darum, dass du deine Persönlichkeit so trimmst, dass Frauen sie geil finden. Heißt jetzt nicht, dass du nicht tanzen und kochen lernen kannst zum Beispiel. Wenn du Bock darauf hast, mach das gerne, aber mach es nicht, um der Frau zu gefallen, sondern mach es, weil du Lust darauf hast. Schön, dass du dabei warst hier beim Video. Du kannst dich jetzt hier unten in der Ecke nochmal zum Online-Coaching eintragen. Das Ganze ist gratis, deswegen trag dich gerne ein. Es kostet dich eine Minute und du bist drin im Online-Coaching. Kriegst dann von mir regelmäßig meine besten Tipps, Tricks und Geheimnisse. Unten in der Ecke geht es zum letzten Video und da oben geht es zum letzten Video. Da kannst du mich abonnieren. Sowas gemeint. Schön, dass du dabei warst hier am Donnerstag und wir sehen uns am Samstag wieder. Freue mich, dich dann wieder dabei zu haben. Bis dahin. Ciao.